Yeah! Geschafft. 1000 Kilometer in den Beinen. Ich merke das tatsächlich auch. Bin richtig stramm geworden. Ich glaube, die nächsten Tage kann ich aufs Radfahren verzichten. Aber ich habe ja noch zu berichten von den letzten zwei Tagen. Also, Emsland, zweiter Tag. Super gelaufen. Wir sind in Meppen losgefahren. Es war wunderbares Wetter. Es war sonnig. Und dann ging es von Meppen aus über Boklo und Stavern bis im Pferdestreicheln rauf nach Papenburg. Vorher noch in Söbel kurz vorbeigeschaut, einmal das Schloss Clemenswerth eine kleine Runde gedreht, ob auch noch alles da ist, aber steht alles noch, kann man wunderbar besuchen. Dann ging es weiter nach Papenburg, dort das Lukasheim besucht und dann leider dann noch wieder etwas gegen den Wind, das hat mich die ganze Woche verfolgt, wieder runter Richtung Dörpen, aber dafür an der wunderschönen Ems. Alles gut. Und heute, der letzte Tag, fing dann auch gut an. Ursprünglich wollte ich eine komplett andere Strecke fahren. Aber dann rief mich mein Kumpel Thilo an, alter Rennradkumpel, seit 15 Jahren fahren wir zusammen, ist auch Orthopäde. Ich habe gedacht, das kann am letzten Tag nicht schaden, wenn doch noch mal was schief gehen sollte. Und wir sind dann zu zweit gefahren, ich im Caritas-Dress, er im Ostfriesland-Dress. Und zwar über die Lederbrücke, dann ein wenig Querfeldbeet, Landschaftspolder, bis an die äußerste Ecke dort in Ostfriesland mit Blick auf Emden auf die andere Seite. Und ich wusste, Alter, da musst du noch hin. Hat dann auch geklappt. Wir sind dann über Kritzum, Bingum, Hatzum, Ditzum, Pogum, dann wieder über die Lederbrücke bzw. über die große Emsbrücke bis nach Leer und dann hat er mich alleine gelassen, weil er wohnt da und ich bin dann noch über Aurich gefahren bzw. nach Aurich über ans Timmeler Meer, noch einmal aufs Wasser gucken, das letzte Mal heute. Dann ging es weiter über Mitte Große Feen, Schirum bis nach Aurich und dann einmal noch Querfeldbeet durchgeschlagen über Ilo bis nach Emden. Und jetzt bin ich da und ich bin froh und es gibt zwei Sachen zu sagen. Am Anfang habe ich mir gewünscht, gutes Wetter, wenig Wind, gute Beine. Gute Beine habe ich jetzt mit Sicherheit. Gutes Wetter, da muss man sagen, hat mich ein bisschen enttäuscht, hätte aber auch vorher meinen Kalender gucken können wegen der Eisheiligen. Aber trotzdem habe ich es geschafft und natürlich die Sonne. Die Sonne hat mich zum großen Teil begleitet und das war das kleine Trostpflaster bei dem kalten Wind, dass man sich doch noch ein bisschen Sonne eingefangen hat. 1000 Kilometer in den Beinen. Danke nochmal an alle Sponsoren und Sponsoren, an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die gesagt haben, wir machen bei der Aktion mit, wir finden das gut, wir klicken mal drauf. Und wenn Sie das machen wollen, die letzten Bilder der letzten zwei Tage bekommen Sie dann auch noch. Also, Dankeschön an alle und ich glaube, ich muss erstmal in die Reha. Bis dann. Tschüss.